Hey, liebe Blubberfreunde! Bevor ich mich jetzt gleich auf den Weg zum Stuttgarter Bücher- und Blubber-Stammtisch mache, blubber ich noch ein bisschen mit euch. Und zwar habe ich euch heute ein Video mitgebracht. Ja, handelt sich hierbei nicht um ein typisches Büchervideo. Es wird also nicht unbedingt um Bücher gehen und doch spielen Bücher eine gewisse Rolle. Seit vielen, vielen Jahren gehört BookTube zu meinem Alltag dazu, aber nicht nur, weil ich selbst Büchervideos drehe, sondern weil ich mir auch unheimlich gern Büchervideos von anderen BookTuberinnen und BookTubern anschaue. Ja, und meine aktuellen Lieblingskanäle, also die Kanäle, die ich momentan super gerne und am allerliebsten schaue, die möchte ich euch heute vorstellen. Ein kleiner Disclaimer noch vorweg. Generell schaue ich natürlich auch noch andere BookTuberinnen und BookTuber und die schaue ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Für dieses Video musste ich mich auf eine gewisse Anzahl beschränken. Ich kann euch ja natürlich nicht alle auf einmal empfehlen. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Liste, die ich jetzt hier nenne, dass die sich in der nächsten Zeit wieder verändern wird. Das ist bei mir immer so. Ich habe immer so ein paar favorisierte Kanäle, die ich auch vielleicht nur für eine gewisse Zeit gerne schaue, dann kommt wieder was anderes dazwischen, dann verändert sich irgendwie was und dann habe ich wieder andere ganz, ganz, ganz oben auf meiner Top-Booktuber-Liste. Das heißt, wenn ihr ein Update von diesem Video sehen möchtet, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, dann sagt mir gerne Bescheid. Fände ich persönlich nämlich auch ganz interessant zu gucken, wie sich so meine Watchlist verändert hat. Trotzdem schaue ich die Kanäle, die ich jetzt nicht so ausführlich oder auch gar nicht erwähne, auch sehr gerne. Also ihr könnt gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbeischauen, meine Abo-Liste durchstöbern. Da sind noch ganz viele andere BookTuberinnen und BookTuber dabei, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung auf meiner Abo-Liste haben. Aber nochmal, die Kanäle, die ich euch jetzt nenne, die gehören momentan wirklich absolut zu meinem Alltag dazu. Ja, legen wir los mit einem Kanal, den ich schon super lange schaue. Die liebe Steffi von Lady of the Books ist sicherlich auch vielen von euch ein Begriff. Viele von euch werden sie genauso gerne schauen und genauso lieben, wie ich es tue. Steffi hat einen sehr breit gefächerten Lesegeschmack, was mir persönlich sehr gut gefällt. Sie macht sehr interessante Videos, sie macht auch wöchentliche Videos. Das heißt, da sie sehr viel liest, gibt es bei ihr immer eine Bücherwoche zu sehen. In dieser Bücherwoche erzählt sie von den Büchern, die sie so in der Woche gelesen hat, die sie begleitet haben. Sie erzählt aber auch so ein bisschen was über Dinge, die sie gerade so selbst beschäftigen, Dinge aus dem Alltag. Das macht sie so sympathisch und ich finde, sie hat da einen ganz tollen Mix gefunden aus privat und nicht zu privat. Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich gibt es auch immer viele Randinformationen zu den Autoren und den Büchern und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Steffi hat eine ganz herzliche und ganz, ganz warme Art und das schätze ich total. Ich finde es toll, dass sie schon so viele Jahre mit dabei ist und ihre Sache einfach total gut macht. Falls ihr Steffi noch nicht kennen solltet, schaut doch mal bei ihr vorbei. Ihr findet bei ihr so die typischen normalen Büchervideos, sage ich mal, also Lesemonate, Neuzugänge, Neuerscheinungen auch. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Videoreihe, die ich super, super spannend finde. Das ist eine Videoreihe, in der sie auf ihre Neuzugänge von vor einem Jahr zurückblickt und dann reflektiert und schaut, welche Bücher hat sie zwischenzeitlich gelesen und wie haben sie ihr gefallen. Außerdem gibt es ab und an noch Vlogs zu sehen, aber nicht so Follow-Me-Around-Vlogs, sondern Vlogs, in denen sie sich vor die Kamera setzt und über ein bestimmtes buchiges Thema spricht, über verschiedene Leseverhalten oder auch Verhalten in der Booktuber-Welt. Sie bespricht manche Themen auch recht kritisch, was ich toll finde, aber sie ist dabei nie irgendwie respektlos oder irgendwie pöbelnd oder so, sondern beleuchtet die Themen auch wirklich so von verschiedenen Seiten und das macht das Ganze unheimlich interessant, unheimlich wertvoll. Deswegen zählt Steffi mit ihrem Kanal Lady of the Books absolut zu meinen Top-Booktube-Kanälen. Dann möchte ich euch einen Kanal ans Herz legen, den ich von Anfang an schaue. Ich glaube, ihn gibt es jetzt seit anderthalb oder seit zwei Jahren vielleicht sogar schon. Das ist der Kanal Book Friends Forever von Anja und Maike. Anja und Maike sind Freundinnen, die ein großes gemeinsames Hobby haben und das sind die Bücher. Auch auf ihrem Kanal gibt es so die typischen Büchervideos zu sehen, Lesemonate, Leselisten, es gibt viele, viele Tags, was ich auch immer ganz toll finde. Aber das Besondere an ihren Videos ist, dass die meisten Videos wirklich zu zweit stattfinden und dass es einen gewissen Austausch gibt. Sie sprechen ganz toll über Bücher, zeigen viele Bücher, aber auch die Kommunikation miteinander hat etwas von mit Freundinnen zusammen an einem Tisch sitzen und eine Tasse Tee trinken. Irgendwie, ja, ich liebe ihre Videos total. Sie machen mir immer gute Laune. Ich kann es jetzt schon kaum mehr erwarten, das nächste Video endlich anschauen zu können. Sie verbreiten gute Stimmungen und machen unheimlich viel Lust aufs Lesen. Ich finde es auch schön, dass hier bei den beiden der Lesegeschmack so ein bisschen unterschiedlich ist. Natürlich gibt es auch immer wieder gemeinsame Schnittmengen. Das sieht man auch an Videos, in denen sie
über ein Buch sprechen, das beide gelesen haben. Super interessant, wenn es da so ein bisschen Diskussionsbedarf gibt und die Meinungen vielleicht auch auseinandergehen. Aber grundsätzlich ist eigentlich der Geschmack, man sieht schon so grobe Unterschiede im Leseverhalten der beiden. Während Maike auch ganz gern mal zu einem Jugendbuch greift und auch in der Welt der New Adult Bücher zu Hause ist, auch gern Liebesromane liest, sieht man bei der Anja, dass sie ja diese Bücher nicht nur aus reiner Unterhaltung liest, sondern auch ein bisschen was mitnehmen möchte. Bücher mit Substanz, auch ein bisschen schwerere Bücher, die so ein bisschen, ja, tiefgründiger und vielleicht auch ein bisschen in der politischen oder historischen Bedeutung dabei sind. Das ist eher so Anjas Bereich. Aber auch hier, wie gesagt, es gibt Schnittmengen. Auch Anja greift mal zu einem Jugendbuch und liest auch mal ein bisschen was hier. Das Reich der Sieben Höfe, da will sie doch jetzt auch mal ran. Es ist super toll, den beiden zuzuhören. Macht unheimlich viel Spaß. Deswegen schaut unbedingt mal bei Book Friends Forever vorbei. Ja, wenn ihr die zwei noch nicht kennt. Zu meinem Booktube-Alltag gehört auch die liebe und süße und total frechschnäuzige Lena von Expecto Booktronum. Das Erste, was in ihren Videos auffällt, nee, das sind eigentlich zwei Dinge. Das Erste ist die persönliche Anrede. Man wird in ihren Videos persönlich angesprochen und zwar mit Du. Es ist nicht, sie sagt, ja, hallo, ihr Lieben, so wie ich das zum Beispiel mache, weil ich ja immer das Gefühl habe, ich spreche mit ganz vielen von euch. Sie hat sich bewusst für die persönliche, für die Du-Anrede entschieden und das macht ihre Videos auf der einen Seite natürlich auch sehr besonders. Zum anderen fällt auf, dass sie eine sehr, wie gerade schon gesagt, so eine freche Berliner Schnauze hat. Kommst du aus Berlin, Lena? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall klingt es so ein bisschen berlinerisch, so ein Berliner Schnack. Nicht zu dolle, aber ja, von dieser Mentalität hat sie auf jeden Fall einiges. Ihre Videos sind sehr humorvoll. Ich mag es, dass diese Videos auch relativ kurz sind. Bekannt wurde sie übrigens durch ihr Video, in dem sie erzählt, oder beziehungsweise in dem sie typische Buchhandlungskunden und Kundinnen parodiert. Mega lustig. Schaut euch dieses Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber auch ansonsten lohnt sich Lenas Kanal total. Lena ist im Bereich der Jugendliteratur auch zu Hause, liest da relativ viele Bücher, aber auch im Bereich der Romane ist sie zu Hause. Sie hat ab und zu mal einen Spannungsroman bzw. einen Thriller dabei. Finde ich toll. Sie hat einen sehr abwechslungsreichen Lesegeschmack und ich glaube, jeder wird da irgendwie fündig, wenn man mal bei ihr vorbeischaut. So, und dann kommen wir zu einem Kanal, den ich vor ungefähr einer Woche erst entdeckt habe. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme für diesen Kanal und die super sympathische Booktuberin. Ich habe so einen kleinen Booktuber-Girl-Crush auf sie und ich finde sie einfach unheimlich toll und beeindruckend. Zwischen 1000 Zeilen heißt ihr Kanal und sie selbst heißt Ruth. Ruth ist unheimlich eloquent. Ich habe noch nie jemanden hier erlebt, der so wahnsinnig toll und sprach- bzw. wortgewandt über Bücher spricht und das Ganze aber nicht zu abgehoben, ne? Also ihr kann man wirklich stundenlang zuhören. Sie liest sehr, sehr, sehr viel, also 20 Bücher im Monat sind da nichts. Und am meisten liest sie Liebesromane. Das muss man natürlich mögen, wenn man diesem Genre nicht ganz so zugetan ist, findet man aber trotzdem was bei ihr. Denn auch Fantasy-Romane finden bei ihr Platz, allgemeine Romane, in denen die Liebe jetzt nicht so im Vordergrund steht. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, ihr zuzuhören. Ich liebe es, wie sie über Bücher spricht. Natürlich gibt es auch mal Bücher, die ihr nicht gefallen. Und wenn sie erklärt, warum sie ihr nicht gefallen haben, bleibt sie sehr respektvoll, erklärt das sehr ausführlich. Und das finde ich sehr bewundernswert. Es macht unheimlich viel Spaß, ihr zuzuhören. Ich liebe ihren Kanal. Bin so ein kleines bisschen immer noch im Suchtlevel. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie eine neue Serie gefunden habt, die ihr total toll findet und eine Folge nach der anderen guckt, so ein Binge-Watching? So geht es mir gerade mit der lieben Ruth von Zwischen 1000 Zeilen. Ihr schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, das wäre ein großes Anliegen von mir. Ich glaube, euch könnte sie genauso gut gefallen wie mir. Besucht sie mal, sagt ihr liebe Grüße von mir und ja, Achtung, Suchtgefahr. Kommen wir zu der lieben Franzi. Ihren Kanal Die Bücherseelen schaue ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich liebe ihre Videos, finde es toll, dass es bei ihr auch so viele Videos zu sehen gibt und fühle mich bei ihr auf ihrem Kanal auch unheimlich wohl. Wie bei fast allen Booktuberinnen und Booktubern gibt es auch bei ihr so die typischen Videos zu sehen. Es gibt Lesemonate, Leselisten, Neuerscheinungen, Currently Readings, solche Videos. Es gibt aber auch ab und zu Weekly Vlogs zu sehen, in denen sie auch so eine ganz tolle Balance gefunden hat zwischen privaten Off-Book-Geblubber quasi, in dem sie auch so ein bisschen was anderes erzählt. Aber hauptsächlich geht es bei ihr wirklich ums Lesen. Das heißt, sie nimmt euch und nimmt uns als Zuschauer mit in ihren Lesealltag, gibt Leseupdates
Und ja, spickt das Ganze mit so ein paar privaten Informationen, wie es gerade zum Beispiel beruflich bei ihr weitergeht. Da stand gerade eine große Veränderung an. Unheimlich sympathisch, unheimlich schön. Ich finde es auch ganz, ganz toll, dass sie ihre Community, ihre Zuschauerinnen und Zuschauer immer sehr stark mit einbezieht. Bei ihr gibt es nämlich wahnsinnig viele Leserunden. Es gibt eine separate Facebook-Leserundengruppe, in der sie monatlich mindestens ein Buch mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern liest. Aber es kommt auch häufiger vor. Das heißt, wenn ihr ein Buch bei ihr seht, was ihr auch gerne lesen möchtet, könnt ihr ihr schreiben und teilweise ergeben sich dann ganz, ganz, ganz tolle Community-Leserunden. Daumen nach oben von mir für das Verhalten. Finde ich super, super toll, wenn man seine Leute einfach so mit einbeziehen kann. Und ja, definitiv ein Kanal, den ich nicht mehr missen möchte. Noch kurz zur Info, die liebe Franzi liest hauptsächlich im Bereich Jugendbuch. Jugendbuch-Fantasy ist ganz, ganz viel vertreten, aber auch Fantasy für ältere Leserinnen und Leser. So, dann kommen wir zu einem Kanal. Da kann ich mir vorstellen, dass der so ein bisschen polarisiert, dass nicht alle wirklich mit Gabis Art klarkommen. Gabi Glambooks gehört aber trotzdem seit einiger Zeit zu meinen... ja, Lieblingskanälen, die ich unheimlich gerne schaue. Gabi ist so ein ganz fröhlicher Mensch. Sie ist selbst Autorin. Sie liest fast ausschließlich Liebesromane, kennt sich im Bereich der New Adult auch unheimlich gut aus. Das heißt, wenn ihr irgendwie Tipps haben möchtet aus diesem Bereich, dann schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie hat aus diesem Bereich wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Bücher gelesen, hat auch immer sehr aktuelle Titel dabei. Das heißt, wenn ihr euch so ein bisschen unsicher seid und nicht wisst, ob ihr jetzt zu diesem neuen New Adult Roman greifen sollt oder zu dem und dem Liebesroman, dann guckt bei Gabi vorbei. Ich bin mir fast sicher, dass sie dann dieses Buch auch schon gelesen hat und euch dazu ja, ein gutes Feedback geben kann. Ihre Art muss man mögen. Ich finde sie zuckerzuckersüß und finde auch immer ganz viel Inspirationen bei ihr in ihren Videos. Also, wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei der lieben Gabi vorbei und stöbert so ein bisschen in ihren zuletzt gelesenen Liebesroman. Dann kommen wir zu meiner letzten ausführlicheren Empfehlung und zwar dachte ich mir, nehmen wir noch einen Booktuber dazu, den ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne schaue und das ist der liebe Philipp vom Kanal Bookwalk. Philipp hat seine Wurzeln im Bereich des Bloggens. Er hat einen sehr großen, erfolgreichen, tollen Blog, den ihr euch auch gerne mal anschauen könnt, der natürlich den gleichen Namen trägt wie sein YouTube-Kanal, also Bookwalk. Philipp ist sehr belesen, finde ich. Er liest sehr viel Fantasy, ist aber auch im Bereich des nerdigen Fandoms so ein bisschen unterwegs. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr den Kanal von Lea Liberiarium, übrigens auch eine große Empfehlung von mir, schaut. Da ist er auch schon das ein oder andere Mal aufgetaucht und auch mit ihr hat er Videos auf seinem Kanal. Er macht nicht so viele Videos, aber ab und zu taucht mal eins auf. Und ja, umso größer ist dann die Freude, wenn ich eins aufploppen sehe. Ja, auch Philipp hat eine ganz, ganz angenehme und sehr eloquente Art, sich auszubrechen. sich auszudrücken. Ja, diese eloquente und tolle Art habe ich nicht. Egal, ich höre ihm unheimlich gerne zu, auch wenn er teilweise sehr schnell spricht. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Aber er ist sehr sympathisch und ja, spricht hauptsächlich eigentlich über Bücher, die mich persönlich nicht so wirklich interessieren, so Sci-Fi und Fantasy. Aber es ist trotzdem toll, seine Videos zu sehen. Ich habe bisher noch kein einziges verpasst. Leute, ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Ich schaue natürlich auch noch gerne die liebe Paddy, die liebe Sarah von The Sarah Story oder wie schon gesagt, die Lea von Liberiarium. Es sind so viele Kanäle, die immer wieder in meiner Liste auftauchen und die ich unheimlich gerne schaue. Aber das soll jetzt erstmal eine kleine Auswahl für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr ein neues Video sehen möchtet oder wenn ihr vielleicht auch ein Video mit Empfehlungen aus anderen Bereichen, also nicht Thema Booktube, sondern vielleicht Thema Vlogs oder Lifestyle, ich schaue ja auch noch andere Bereiche auf YouTube. Wenn ihr so ein Video sehen möchtet, dann lasst es mich gerne wissen. Natürlich würde mich jetzt an dieser Stelle interessieren, welche Kanäle ihr gerne schaut. Lasst mir eure Empfehlungen gerne mal in den Kommentaren da und schreibt mir auch super gerne dazu, warum ihr diese Kanäle so gerne schaut. Ich finde es schön, wenn wir hier auf BookTube ein bisschen enger zusammenrücken und uns auch mal Kanäle empfehlen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Klar, ich habe euch jetzt so große Kanäle empfohlen. Durch YouTube bekommt man ja doch immer eher nur wirklich die großen empfohlen, die dann irgendwie auf der Seite, beziehungsweise hier auf der Seite auftauchen oder auf der Startseite, wie auch immer. So ein paar Geheimtipps wären zwischendurch schon mal ganz toll. Also wenn ihr auch kleinere Kanäle kennt, die super, super toll sind, dann ja, schickt mir gerne die Links. Ich schaue da super gerne vorbei und freue mich darauf, neue Kanäle für mich zu entdecken. Ja, liebe Blubberfreunde, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stuttgarter Bücher- und Blubberstammtisch. Heute Abend findet auch eine Lesung von Arno Strobel statt. Ich freue mich total. Ihr seht da hinten die Bücher von ihm. Ich bin ja ein großer Fan. Freue mich auf das Wiedersehen und auf die Lesung. Ja, und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video.